Willkommen zurück zu The Last Guardian. Oh, ich muss schon wieder meinen Ton hier ausmachen vom Laptop. So. Oh, er will gestreichelt werden. Glaube ich. Da kommt noch mal der Kopf runter. Hä? Was hat er denn? Ja, jetzt habe ich ihn gestreichelt. Jetzt hat er keine Lust mehr. Okay. So, wir haben es geschafft. Ja, wir sind in der letzten Folge nämlich von ihm wieder verschluckt worden. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder zurückgehen. Aber er hat irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, was er jetzt vorhat, aber irgendwie will er da nicht mehr rüber. Ah doch, okay, gut. Dann laufe ich einfach mal vor, so. Das Ding müsste ja jetzt kaputt sein, glaube ich. Ja, das funktioniert ja immer noch, ne? Aber eigentlich geht das gar nicht mehr, das ist doch jetzt schon hier... Die Power muss da weg sein. Nee, das Ding ist noch intakt, irgendwie. Ah, da oben kann ich aber hin. Okay, es geht anscheinend doch nicht mehr. Das ist natürlich gut. Gut für uns. Oh, da hinten sind so eine Dinger, da hätte ich mich verstecken können. Ich glaube, das ist dann die Trophäe. Ja, egal. Ja, ich glaube, da hätte ich mich ranhängen können. So, hoch bitte. Denn da oben habe ich was gesehen. Ja, komm. Das Fernsehgerät wird dann kurz wieder ausgeschaltet, angeblich. Ach, Mann. Irgendwie. Okay, er will nicht. Doch, jetzt. Jetzt will er. Oder? Komisch, warum will er denn nicht? Er hat irgendwie keinen Bock drauf. Los, jetzt. Och man, Trizo, ey, wenn das jetzt alles an dir hängt mit der Zeit, dann ist das echt schade. Los, jetzt hoch da, ey. Na, geht doch. Er will da jetzt nicht mehr weg, oder was? So, jetzt. Gut. Oh, ne, das wird zu hoch. Endlich, ey. Manchmal nervt diese KI auch, echt. Manchmal ist sie ganz schön nervig. Das ist Leiterklettern für Profis. Oder runterfallen lassen. Okay, was passiert jetzt hier?
Hier sind jetzt irgendwie zwei Minenschächte. Hier ganz hinten ist irgendwie nichts. Gegner sehe ich hier auch keine. Kann ich das denn aufmachen? Nee. Na gut, dann gehe ich jetzt mal hier durch. Ich weiß, dass der tatsächlich durchkriechen kann. Das ist zwar ein bisschen unlogisch, aber das geht. Du hast einen Holzblock auf deinem Kopf. Erstmal streicheln. So, ich glaube, mehr kann er auch gar nicht durch. Wäre auch wirklich ein bisschen unlogisch. Ich sehe nichts. Ah, guck mal, das ist schon wieder so ein Gecko. Von Shadow of the Colossus. Nur ohne weißen Schwanz. Ja, weg damit, komm. So, jetzt können wir einfach rausgehen, oder? Was ist denn das jetzt hier? Ah, um ihn das Dings aufzuhalten. Okay. Kommt da auch? Da kann er doch niemals durch, ey. Das ist doch Quatsch. Das ist so eng. Ja, aber irgendwie wird das schon machbar sein. Er quetscht und quetscht. Muss ich jetzt loslassen? Nein, oder? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich gehe einfach mal raus. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Sieht aber nicht so aus. Okay, ich glaube, es ist eh blockiert. Oh. Okay, das war jetzt geskriptet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh nein, was ist mit Trizolo? Oh nein. Was soll ich denn jetzt machen? Einfach mal hochklettern. Boah, jetzt ist alles kaputt.
Und der steckt da immer noch fest. Na, mal schauen, ob wir den da irgendwie rauskriegen. Aber irgendwie sieht es jetzt nicht so aus, als wenn ich jetzt hier... Oh ne, da ist eine Tür. Oh ne, ey. Da gehe ich mal lieber zurück. Ich komme nicht mehr hoch. Da bin ich ja froh, dass Trizon sagt. Oh. Der hat ihn ein bisschen vernichtet. Ich wollte ihn gerade am Kopf ziehen. Ja, komm. Ah, so geht das also. Nice, ich habe jemanden den Koffer gezogen, endlich. Das geht also nur, wenn der... Das geht also nur, wenn der liegt. Interessant, also nicht, wenn ich den schubse, sondern wenn der wirklich auf dem Boden liegt, dann geht das irgendwie. Kann es sein, dass seine Flüge wieder größer werden? Oh. Na komm, darauf spring los. Ich stehe einfach mal auf ihn drauf, ey. Mutig. Ah, ich glaube, der hätte ich auch fressen holen können. Ah, egal, der springt ja gleich weiter. Oh shit. Er tritt jetzt guck ich hinterher, sondern rennt. Ich sehe schon, da hinten sind so diese komischen Typen mit ihren Augen da. Okay, das hat wehgetan. Aber egal, wir machen das. So, wo müssen wir jetzt lang? Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube ja. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass die Brücke weiter einstürzen würde als nur das. Mann, lauf da jetzt rüber so.
So, wie komme ich da jetzt weiter nach oben? Jetzt muss ich echt hier noch lang? Echt? Hm. Ich habe gar nicht gewusst, dass das so lang ist, der Weg. Bis nach oben auf die Brücke. Und da fehlen auf jetzt noch auf jeden Fall noch zwei Sachen, die mir jetzt gerade so spontan einfallen. Zwei Szenen, die bisher noch nicht kamen. Weil die müssen ja noch bald kommen. Boah, wie groß das hier auch ist, ey. Einfach so ein riesiges Gebirge einfach. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier nicht irgendwie eine Einkerbung verpasst. Sondern laufe richtig, aber ich denke mal ja. Ja doch. Doch, das sieht gut aus. Alter, ist das hoch. Huh. Wir sind quasi am Ziel eigentlich schon. Oh, was ist denn das hier? Ist das eine Art Schalter? Oh, kann gut sein, ja. Bisher sind hier noch keine Soldaten. Ich glaube, die kommen noch früh genug hier. Ja, Trizo, ich bin ja schon da. Warum die zwei Augen auch eigentlich aufstehen, ist voll sinnfrei. Bei einem Auge sind die doch schon so ein bisschen. Oh nein, was passiert denn jetzt? Oh, Alter! Wie viele da kommen? Ich kann nichts dagegen tun. Alter. Nee, das wird nichts. Das muss geskriptet sein. Oh shit. Nein. Dreht so. Lol. Okay. Wohin jetzt?
cool, der ist kurzzeitig geflogen. Nein, das ist los, komm. Wir müssen was. Hier. Was macht das? Selbstzerstörung, komm. Irgendwas. Und vor allem auch, dass er trotzdem gesprungen ist, obwohl die Augen da waren. Das ist krass. Lol, okay, das war jetzt, ja, das war jetzt dumm. Na gut, das war dumm, aber das schaffen wir schon. Och, schon wieder hier. Moment mal, wir sind woanders, oder? Bin ich woanders? Ich glaube ja. Ja, hier sind nämlich keine Dinger, keine Steine. Okay, er hat's geschafft. Was mit uns? Oh, süß. Oh. Oh, ist das niedlich. Einfach putzig. Das war jetzt, hatte ich gerade einen kurzen Schock. Atisakyak, Yetu Ninaf, Atrikono, Agiane Hediroi, Yo, Agadu Ian, Ihedu Nezuna, Arakulo. Kutio, Otiana Lisomakura Ledu, Arake. Inonatu is so cute. Naja, wir haben es ja trotzdem geschafft, noch gerade so. Und wir sind heile. Und da unten ist auch noch irgendwas. Hohohoho. Ja, der Abgrund, der Tod. Ich hoffe mal, dass Trizum mitkommt. Ja. Hey, kann ich runter? Okay, warum sollte ich das tun? Hm. Ja, an die Stelle erinnere ich mich noch. Also sind wir auf jeden Fall noch lange nicht am Ende. Das möchte ich jetzt noch mal kurz hier sagen. Wird wahrscheinlich noch 2 Wochen gehen. Aber dann müsste es auch vorbei sein. So, hier waren wir gerade, ne? Ach so, hier waren wir. Ich kann noch weiter nach unten. Was soll denn da sein? Hm. Mal gucken. Und es geht noch weiter nach unten. Was ist denn das hier für eine Tür?
Wie ist das hier alles so nichts? Es geht sogar noch weiter nach unten. Nee, das ist jetzt Quatsch. Das will ich alles gar nicht. Wahrscheinlich ist ganz unten noch so ein Fass oder so. Irgendwas ist da versteckt. Oh, das ist rein vom Design. Oh, hi Trizo. Na komm, Trizo, beweg dich ein bisschen. Los. So, wo jetzt lang? Ah ja. Ja, oder darüber, das ist auch gut. Voll cool, dass er so fliegen kann. Das ist echt cool, aber dauert wahrscheinlich auch, bis die Flügel vollständig wieder geheilt sind. Ah, der Turm, ja. Also ich sehe da jetzt gerade nichts. Vielleicht ist er auch einfach nur sauer auf den Turm, keine Ahnung. Ich hoffe, er weiß, wo es lang geht. Aber ich glaube, er springt jetzt darauf. Eigentlich müsste er das tun. So. Oh, was ist denn hier? Da sind auf jeden Fall wieder Soldaten. Okay, der ist tot, ne? Ja, der ist tot. Der auch? Der auch. Jetzt bin ich immer gespannt, ob er es jetzt alleine kaputt macht. Ne, ich glaube, er hat immer noch Angst. Das war wirklich nur so ein einmaliges Ding. So.
Süß ist es auf jeden Fall. Okay. Das heißt jetzt was? Oh, was ist denn das hier? Ah. Oh. Oh nein. Ich würde sagen, hier ist der Part Ende. In der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich einen Kampf zwischen Trizo und Trizo sehen. Wenn es denn ein Trizo ist, aber eigentlich ist es ja die Bezeichnung. Weil ich glaube, das könnte jetzt dann ganz lustig werden. Mal schauen. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part morgen zum letzten erstmal von The Last Guardian. Ciao.